Und weiter geht's mit der besten YouTube-Gaming-Vorstellungsrunde auf YouTube. Gestern habe ich euch bereits 5 atemberaubende Spiele vorgestellt, welche meiner Meinung nach wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdienen, als sie bekamen. Und auch heute habe ich wieder 5 Spiele zusammengetragen, von denen ich denke, dass sie euch gefallen könnten. Und wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdienen, als sie bekamen. Zwischen populär zu was zur Hölle ist das, findet sich hier alles wieder. Entsprechend, wenn ihr ein Spiel seht, das interessant aussieht, dann sind mehr Infos nur eine Google-Suche entfernt. Und wie auch im letzten Video, der 100-Stunden-Cyberphone beginnt am 24.12. um 16 Uhr. Das ganze Spektakel findet mindestens bis zum 30.12. 20 Uhr statt, läuft 16 Stunden pro Tag und wird durch Spenden und Subs stetig erweitert. Falls ihr daher die Feiertage nichts zu tun habt, dann schaut doch gerne mal auf YouTube oder Twitch vorbei. Links in der Beschreibung. Ansonsten, Videos wie dieses zu erstellen ist aufwendig. Falls ihr daher Mehrwert daraus zieht und eure Wertschätzung zeigen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Ich wäre euch zumindest sehr dankbar dafür. Und zu guter Letzt, ein kleiner Shoutout an den Sponsor des Videos, Just Legends. Nicht mehr lange bis Weihnachten. Das ist eigentlich ziemlich nice. Und falls ihr Lust habt, euch ein bisschen selbst zu beschenken, hat Just Legends noch was richtig Cooles. Und zwar deren Kalender. Da sind nämlich noch ein paar von auf Lager und die sind jetzt ordentlich runtergesetzt. Daher könnt ihr hier für relativ wenig Geld relativ viel Stuff von denen bekommen. Nicht nur ist da ein wahnsinnig hochqualitativer Shaker mit drin, ihr habt ebenfalls eine exklusive Geschmacksrichtung, die ihr nur in diesem Kalender bekommen werdet. Plus diverse kleine Päckchen mit diversen Geschmacksrichtungen, damit ihr einfach überall mal ein bisschen reinprobieren könnt. Und ich meine, das Coolste ist hier definitiv der Bananensmoothie mit Zimt, wo ich sehr gespannt bin, wie das schmecken wird. Und hey, er ist komplett vegan und er hat kein Koffein. Den werde ich mir später mal machen. Ansonsten haben wir auch die richtig witzigen Mystery Potions, wo einfach random irgendwas drin sein kann. Und ich hatte letztens erst einen und der war richtig gut. Daher bin ich auch sehr gespannt, was mich jetzt hier erwarten wird. Auch den werde ich mir nachher noch machen. Und als ob das noch nicht reicht, habt ihr sogar noch kleine Snacks in Form von Schokoriegeln damit drin, die ebenfalls richtig gut geworden sind. Daher, falls ihr Bock auf mehr Just Legends in eurem Leben habt und ein bisschen viel für relativ wenig Geld bekommen möchtet, dann solltet ihr euch einen der restlichen Adventskalender besorgen. Wie gesagt, da sind relativ viele kleine nice Goodies drin. Und auch wenn es mit dem Advent vielleicht schon ein bisschen spät ist, so ist da immer noch relativ viel Stuff drin, den man auf einmal aufmachen kann. Und auch das kann ja eigentlich relativ viel Spaß machen. Was haben wir da heute eigentlich drin? Ich meine, der ist halt auch so hübsch designt. So, schaut euch mal die kleinen Päckchen an, wie sie einfach so süß aussehen. Das haben sie richtig gut gemacht. Und meine Favoriten, eine Sekunde, sind tatsächlich die Verpackungen, die so ein bisschen wassermäßig aussehen. Und das haben sie so schön gemacht. Dieser ganze Kalender sieht von der artistischen Seite her wirklich wahnsinnig hübsch aus. Auf jeden Fall, heute ist der 19. und da ist drin einfach eine kleine Kugel für den Tannenbaum. Ich sag doch, da ist cooler Kram drin. Oh mein Gott, wie witzig. Und ja, falls ihr noch einen haben möchtet, die Kalender sind gerade von 99 Euro auf rund 65 Euro runtergesetzt und unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zur Just Legends Website, wo ihr euch die ganze Geschichte nochmal genauer angucken könnt. Creator Code funktioniert damit leider nicht, aber wenn ihr euch einfach nur einen normalen Booster holen möchtet, dann seid ihr mit meinem Creator Code MS dabei und spart bei jeder Bestellung 15%. Entsprechend danke ich Just Legends für die coole Koop und euch jetzt noch viel Spaß beim Rest des Videos. Und los geht's. Nummer 1. Kirby's Dream Buffet. Die kleine rosa Knutschkugel ist einer von Nintendos vielseitigsten Charakteren und die Entwickler scheuen sich nicht davor, Kirby in die wildesten Spielekonzepte zu werfen. Kirby's Dream Buffet kombiniert hier ein Fall Guys-ähnliches Gameplay mit einer typischen Kirby-Ästhetik und das Ergebnis ist ein Multiplayer-Spiel, welches mich wirklich gepackt hat. Mit insgesamt 4 Kirbys, denen ihr durch Accessoires nochmals zusätzlich krassen Swag geben könnt, werdet ihr auf eine virtuelle Rennbahn geschickt und müsst hier nicht nur so schnell wie möglich die Ziellinie erreichen, sondern auf dem Weg dahin so viel essen wie möglich. Um euch hier noch eine zusätzliche Chance zu geben, könnt ihr zwischen den Rennrunden in verschiedenen Minigames nochmals zusätzlich Erdbeeren gewinnen, um so am Ende als schwerster Kirby aus der ganzen Geschichte siegreich hervorzugehen. Das Spiel ist dabei geschmückt mit Kirby-Nostalgie. Von Hüten bekannter Kirby-Charaktere zu Masken bekannter Kirby-Charaktere über kompletten Kostümen bekannter Kirby-Charaktere zu diversen Farbvariationen gibt es hier einiges freizuschalten. Je weiter euer Rang steigt, desto mehr Rennbahnen und Minigames werden nach und nach zugänglich, wovon einige teilweise wirklich Skill erfordern, um effizient navigiert werden zu können. Ihr könnt das Spiel sowohl alleine als auch mit Freunden online und lokal spielen. Wie ihr es aber auch spielt, es wird definitiv ein Erlebnis, das einem fest mal gleichkommt.
Als Modi haben wir hier das Gourmet Grand Prix, bei dem ihr die gesamte Palette der Modi einmal durchlauft. Das bedeutet, ihr habt zwei Rennbahnen vor euch, ein Minigame in der Mitte und ein Battle Royale Modus zum Abschluss. Dann könnt ihr zusätzlich sowohl Rennen, Minigames und Battle Royale als eigene Modi auswählen. Und wie bereits gesagt, müsst ihr beim Rennen so schnell wie möglich als erster die Ziellinie überqueren, während ihr versucht auf dem Weg dahin so viele Erdbeeren wie möglich zu vernaschen. Mit Hilfe von Kanonen und diversen Power-Ups könnt ihr dabei eure Kontrahenten hinter euch lassen. In den Minigames ist es ebenfalls euer Ziel, so viele Erdbeeren wie möglich zu bekommen. Wohingegen im Battle Royale Modus euer Ziel, entgegen aller Erwartungen, nicht nur darin besteht, die meisten Erdbeeren zu bekommen, sondern ebenfalls eure Mitspieler von den Plattformen zu stoßen, um so an ihre Erdbeeren zu kommen. Doch ist die Steuerung hier teilweise euer größter Feind, denn diese benötigt einiges an Eingewöhnungszeit. Ihr steuert Kirby nicht nur, ihr rollt ihn und die Rollphysik wurde ziemlich gut eingefangen. Allerdings, wie gesagt, ist das anfangs vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Das alles wird in einer wirklich süßen und flüssigen 60 FPS Darstellung verpackt und mit einem Kirby-typischen Soundtrack untermalt. Wer so Bock hat, sich mit einem süßen Rennspiel die Zeit zu vertreiben, der ist mit 15 Euro dabei. Ein Preis, den ich hier mehr als fair finde. Nummer 2. Yomawari. Hier kommen wir nun zur Was zur Hölle ist das Sektion des Videos, denn dies ist ein Spiel, das zumindest in meinem Stream jedes Mal Aufsehen erregt, wenn der Clip davon gespielt wird. Dieses eigentlich süß aussehende Spiel entspringt dem Horrorgenre und wird in Deutschland als Doppelpack aus dem ersten Teil Night Alone und dem zweiten Teil Midnight Shadows verkauft. Ich habe hier allerdings nur den ersten Teil gespielt, daher würde ich eher über diesen reden. In Yomawari Night Alone spielen wir ein Mädchen, das mit ihrem Hund Gassi geht. Als dieser plötzlich von einem Auto angefahren wird und sie dabei auch nur knapp verfehlt, ist sie so geschockt, dass sie nach Hause zu ihrer Schwester geht und davon berichtet, dass ihr Hund weggelaufen ist. Ihre Schwester macht sich nun anschließend auf den Weg, um den angeblich weggelaufenen Hund zu suchen. Als sie allerdings selbst nach Stunden nicht wieder auftaucht, macht sich das Mädchen selbst auf den Weg, um ihre Schwester zu finden. Nur um zu bemerken, dass das ganze Dorf plötzlich von Monstern und Geistern heimgesucht wird, welche dem Mädchen nur zu gern das Leben nehmen wollen. Nun ist es an ihr herauszufinden, was mit ihrer Schwester passierte und ob ihr Hund vielleicht doch nicht gestorben ist und warum das ganze Dorf überhaupt voller gruseliger Monster ist. In Yomawari habt ihr keine Möglichkeit, euch groß zu verteidigen. Entsprechend werdet ihr viel Zeit damit verbringen, die Routen eurer Gegner zu lernen, um ihnen so aus dem Weg zu gehen und auf eurem Weg diverse Puzzle zu lösen. Dies ist allerdings leichter gesagt als getan, denn die Gemütslage der Monster reicht von mir egal, was hier passiert, zu ich laufe dir die nächsten 5 Maps hinterher, bis ich dich bekommen habe. Das Mädchen besitzt leider kaum Widerstandskraft und stirbt extrem schnell, daher ist es vital, den Monstern so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Das Spiel besitzt einen hübschen gezeichneten Grafikstil, welcher von einer wahnsinnig dichten Soundkulisse begleitet wird und so eure Nächte zu einem schaurig schönen Erlebnis macht. Daher bekommt auch dieses Spiel eine wohlverdiente Empfehlung von mir. Nummer 3. Metroid Prime Remastered. Metroid hat sich in den letzten Jahren zu einer meiner Lieblingsserien gemausert und besonders die Metroid Prime Reihe gehört jetzt zu den Spielen, auf die ich wirklich gespannt bin, sie endlich richtig zu spielen. Doch konnte ich es mir nicht nehmen lassen, zumindest in Metroid Prime Remastered mal reinzuschauen und was ich sah, war wirklich, wirklich cool. Anders als die Hauptreihe von Metroid wird die Prime Reihe aus der First-Person-Perspektive präsentiert, behält aber das Metroidvania-Level-Design größtenteils bei und schafft es so, sich etwas anders als seine großen Brüder anzufühlen, allerdings gibt es immer noch viel Überlappung mit der Hauptreihe, wodurch es sich sogleich doch wieder recht vertraut anfühlt. Metroid Prime spielt zwischen dem ersten und zweiten Metroid. Samus empfängt ein Notsignal einer Fregatte im Orbit des Planeten Talon 4, dem sie auch sogleich folgt. Bei ihrer Ankunft jedoch muss sie feststellen, dass die Besatzung entweder floh oder getötet wurde. Und schon bald zeigt sich auch von was. Einem Haufen genmanipulierter Monster. Allen voran die Parasitenkönigin. Nach erfolgreichem Sieg jedoch fällt diese in einen Reaktor des Schiffs, woraufhin dieser droht zu explodieren. Auf ihrer Flucht läuft sie Mecha Ridley über den Weg, der eine Explosion verursacht, die Samus-Anzug auf ihre Grundfunktion reduziert. Sie verfolgt daraufhin Ridley und landet anschließend selbst auf Talon 4, wo sie nicht nur von uralten Ruinen der Chozo begrüßt wird, sondern ebenfalls mit einer mysteriösen Substanz namens Phazon in Kontakt kommt, die für die Ausrottung der Zivilisation auf Talon 4 verantwortlich ist. Hier beginnt nun Samus' Abenteuer herauszufinden, was Ridley auf dem Planeten verloren hat und das Rätsel, um das Phazon zu lösen. Die Prime-Reihe ist, wie bereits gesagt, ein First-Person-Shooter und präsentiert sich hier somit stilistisch anders als seine 2D-Sidescroll-Geschwister. Nichtsdestotrotz ist das typische Metroidvania-Gameplay nach wie vor vorhanden. Während ihr die verschiedenen Areale von Talon 4 durchstreift, werdet ihr verschiedene Upgrades für Samus finden, mit denen sie vorher nicht erreichbare Orte erreicht und nach Fortschritt macht. Neben dem Erkundungs- und Action-Gameplay gibt es eine weitere, recht wichtige Funktion, das Scannen der Umgebung.
Umgebung. Hierbei wird nicht nur euer Logbuch mit diversen Einträgen zu Flora und Fauna gefüllt, ihr bekommt so ebenfalls vitale Hinweise, wenn es um das Lösen von Rätseln geht. Doch besonders hervorzuheben ist hier die Präsentation des Spiels, denn trotz des Remastered im Namen hat das Spiel quasi eine Überarbeitung bekommen, die einem Remake gleichkommt. Nicht nur sieht Metroid Prime Remastered aus wie ein PlayStation 4 Titel, das Spiel läuft ebenfalls mit butterweichen 60 Frames und ist so ein purer Augenschmaus. Für Metroid-Fans und alle, die es noch werden wollen, ist Metroid Prime Remastered ein Spiel, welches man gespielt haben sollte und bekommt daher meine volle Empfehlung. Nummer 4. Super Mario RPG. Nachdem das Original Super Nintendo Spiel 1996 in Japan und Amerika das Licht erblickte, so musste Europa bis 2023 warten, um das Spiel in einer lokalisierten Version spielen zu können. Aber Junge, hat sich das Warten gelohnt. In Super Mario RPG geht es um Mario, welcher abermals Peach vor Bowser retten muss. Als plötzlich ein riesiges Schwert vom Himmel herabfällt und sowohl Mario als auch Bowser und Peach aus dem Schloss katapultiert. Kurz darauf ist das gesamte Pilzkönigreich von mysteriösen Schurken überrannt, welche allesamt einem Bösewicht namens Schmiedrich die Treue geschworen haben. Und als ob das noch nicht reicht, das riesige Schwert hat die sogenannte Sternstraße zerstört und in 7 kleine Stücke zerbrochen. Und ohne die Sternstraße ist es nicht mehr möglich, die Wünsche der Bewohner des Königreichs zu erfüllen. Nun ist es an Mario und seinen neuen und alten Freunden, Schmiedrich das Handwerk zu legen und die Sternstraße zu reparieren. Super Mario RPG entstammt ursprünglich den Entwicklungshallen von Square, welche für die Final Fantasy Serie verantwortlich sind. Und so besitzt Mario RPG ziemlich viele Anleihen an die alten Final Fantasy Spiele, sowohl direkte Anspielung als auch vom Spielgefühl her. Und all dies lässt sich ebenfalls in der 2023er Remake-Version finden. Neben kleinen Maps, die mit diversen NPCs gefüllt sind und die einem JRPG-Ablauf nicht ähnlicher sein könnten, gibt es ein rundenbasiertes Kampfsystem, das allerdings mit einigen für 1996 innovativen Ideen daherkommt. Insbesondere das zeitbasierte Knopfdrücken ist hier etwas, was selbst die simpelsten Kämpfe immer noch unterhaltsam gestaltete. Und je besser euer Timing ist, desto verheerender ist der Schaden, den eure Attacke austeilen wird. Neben einer wirklich hübschen Überarbeitung der Welt ist besonders der Soundtrack nochmal hervorzuheben, denn dieser stammt von niemand anderem als Yoko Shimomura. Wer schon mal eines der Kingdom Hearts Spiele oder Final Fantasy 15 gespielt hat, der sollte ihren Namen verinnerlicht haben und definitiv die ein oder andere Ähnlichkeit in Mario RPG Soundtrack heraushören. Das Spiel ist jetzt rundum kein Meisterwerk. Es ist recht kurz, es ist recht einfach, aber es ist nichtsdestotrotz ein charmantes Spiel, welches besonders für Einsteiger in das JRPG-Genre geeignet ist. Daher, falls ihr Lust habt, ein kleines süßes Spiel zwischendurch zu spielen, dann solltet ihr euch Mario RPG gerne mal anschauen. Und zu guter Letzt Nummer 5. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Quasi in jedem Empfehlungsvideo seit Release des Spiels wurde gepostet, dass dieses Spiel vorkommen muss. Ich hatte zu der Zeit allerdings ein recht ausführliches Review des Spiels angefertigt, daher lege ich euch dies ans Herz, wenn ihr einen etwas ausführlicheren Blick möchtet. Doch die Kurzversion wäre... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist der direkte Nachfolger von Breath of the Wild. Es spielt in derselben Welt und ihr trefft dieselben Charaktere, doch gibt es einige ziemlich interessante Neuerungen, die das Spiel von seinem Vorgänger abheben. In Tears of the Kingdom geht es um Link, welcher zusammen mit Zelda unter dem Schloss Hyrule eine verheerende Entdeckung macht. Ein Mann namens Ganondorf, welcher seit Jahrtausenden von einem Siegel festgehalten wird. Kurz nach ihrer Entdeckung bricht das Siegel und die Vorgänge überschlagen sich. Ganondorf befreit sich und beschwört den sogenannten Kataklysmus herauf. Zelda wird von einem goldenen Licht wegteleportiert und Link von einem mysteriösen Arm vor dem Fall gerettet. Kurze Zeit später erwacht er allerdings, mit einem seltsamen Armersatz wohlgemerkt, auf einer fliegenden Insel über Hyrule. Er lernt, dass der Arm dem einstigen König von Hyrule, Rauru, gehörte. Rauru gehört der Rasse der Sonau an, einer uralten, längst in Vergessenheit geratenen Rasse, welche allerdings Zauber nutzen konnten, um mit ihrer Umwelt zu interagieren. Da Link nun im Besitz von Raurus Arm ist, ist er ebenfalls in der Lage, die Magie der Sonau zu nutzen und macht sich daraufhin auf, um den Kataklysmus zu stoppen und Zelda zu finden. Wie sein Vorgänger ist Tears of the Kingdom ein Open-World-Action-Adventure. Und um sein Dasein zu rechtfertigen, wurde einiges an neuen Dingen eingeführt. Neben einem totalen Overhaul der Hyrule-Map gibt es sowohl diverse Inseln im Himmel als auch eine komplette Unterwelt zu erkunden. Hyrule selber bekam auch viele neue Ecken. Städtchen haben sich weiterentwickelt, neue Örtchen haben sich aufgetan und besonders die vielen Höhlen und erkundbaren Brunnen sind hier ein Blick wert. Besonders interessant sind jedoch die Sonnenfähigkeiten, mit denen Link diverse Dinge aneinander haften kann, um so stärkere Waffen, Lösungen für diverse Rätsel oder sogar Fahrzeuge zu erschaffen. Diese Fähigkeit, genannt Ultrahand, ist wohl das auszeichnende Feature des Spiels und ist auch das, womit es am meisten Spaß macht, herumzuspielen. Doch abseits dessen haben ebenfalls die Dungeons ein visuelles Upgrade bekommen und machen so optisch nur einiges her. Auch der Weg zu den Dungeons ist wahnsinnig aufregend gestaltet und teilweise sogar cooler gemacht als die Dungeons selber. Außerhalb der Hauptstory erwarten euch diverse Sidequests, mit denen ihr eure Zeit vertreiben könnt. Generell bietet das Spiel einem so viele Möglichkeiten, dass es anfangs wirklich überwältigend sein kann, sich zwischen all den verschiedenen Dingen für eine Sache zu entscheiden, auf die man sich konzentrieren möchte. Dennoch,
Das Spiel ist eines der größten Nintendo Games ever und ist definitiv ein Must-Have für alle Fans von Breath of the Wild und für jeden, der Open Worlds liebt. Und damit kommen wir zum Ende. Ich danke euch daher für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und Abos sind gerne gesehen. Neue Leute sind hier immer willkommen. Und wenn ihr noch Empfehlungen für ein paar Switch-Spiele habt, die alle unbedingt spielen müssen, postet diese in die Kommentare. Ansonsten schaut doch gerne in die vorigen Switch-Empfehlungsvideos rein. Ich habe mittlerweile um die 50, 60 Spiele empfohlen. Daher, wenn euch hier vielleicht nichts angesprochen hat, wer weiß, vielleicht findet ihr was in den anderen Videos. Entsprechend danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns wahrscheinlich die Tage wieder oder im 100-Stunden-Stream, je nachdem. Daher noch eine schöne Weihnachtszeit und auf Wiedersehen.